Der zweite Spieltag der Gruppen G und H unter anderem mit den Eidgenossen gegen Brasilien. Beide haben ihr erstes Spiel gewonnen. 3 Punkte jeweils, aber die Brasilianer haben dann doch wahrscheinlich den stärkeren Gegner gehabt und ein bisschen mehr überzeugt, weswegen Brasilien natürlich immer Favorit ist. Ja, damit hast du das ganz gut zusammengefasst, die Voraussetzung für dieses Spiel. Es ist ja eine WM von vielen Überraschungen und vielen langen 0-0, auch wenn es am Ende dann vielleicht doch mal das ein oder andere Tor gibt. Bei diesem Spiel erwarte ich sehr, sehr defensiv eingestellte Schweizer, aber Brasilien, die haben noch diesen Pfiff, klassisch brasilianisch halt, da wird auch mal schön kombiniert, gedribbelt, Tricks gemacht. Und deshalb glaube ich, dass das Brasilien echt souveräner gewinnen wird, als die Voraussetzungen sind. Also ich sehe auf jeden Fall 3-0, 2-0. Schweiz hat mich echt enttäuscht, auch, und das sagst du ja ganz häufig, am Ende zählt ja das Ergebnis und das war sehr gut für die Schweizer. Ja, also von daher, so enttäuschend kann es jetzt auch nicht sein, wenn man 1-0 gewinnt. Und Brasilien hingegen hatte schon lange echt schwer, sich da gegen die Serben irgendwie durchzusetzen, was eher für die Serben dann spricht. Aber die Brasilianer haben es ja auch dann geschafft. Also ich wäre bei der 1,5er-Quote auf die Brasilianer nicht allzu optimistisch. Und wenn man was gelernt hat, spätestens seit diesem Turnier, was ich ja seit Jahren sage, man soll nicht auf niedrige Favoritenquoten gehen. Und da wäre Brasilien einfach kein guter Tipp. Als Tipp okay, aber drauf Geld setzen macht keinen Spaß und keinen Sinn. Letztes Spiel beider Mannschaften, WM 2018, Ergebnis 1-1. Und ja, also ich bin auch dafür, dass die Schweizer hier vielleicht einen Punkt holen. Brasilien muss dieses Spiel gar nicht so sehr gewinnen, aber sie werden es wahrscheinlich. Man könnte vielleicht darauf wetten, dass die Schweiz ein Tor schießt, aber ja, wenn der Einzige, der bisher getroffen hat, Breel Embolo ist, von dem halte ich jetzt auch nicht viel. Also da musst du natürlich dann viel zu viel Geld haben, um dann auf sowas zu wetten. Deswegen schwer hier was Vernünftiges zu sehen. Du hast eigentlich alles gesagt. Dann Kamerun gegen Serbien finde ich viel interessanter zum Wetten, weil ich eigentlich den Serben die Daumen gedrückt habe gegen Brasilien und auch gedacht habe, die könnten eine Überraschung schaffen. Es stand ja lang genug 0-0, aber dann haben die Brasilianer einfach saugeile Tore geschossen und am Ende war das jetzt auch kein Beinbruch von Serbien. Kamerun auf der anderen Seite kann man, glaube ich, nach dem 0-1 gegen die Schweiz noch ein bisschen schlechter einschätzen. Ja, denke ich auch. Also Kamerun muss jetzt wirklich den Dreier holen. Also ein Punkt wird wahrscheinlich auch nicht reichen, nachdem sie dann auch gegen die Schweizer verloren hatten. Das könnte den Serben in die Karten spielen, die einen sehr, sehr starken Kader haben. Vielleicht ist es aber auch so ein klassischer Fall, du überschätzt eine theoretisch sehr gute Mannschaft gegen einen krassen Favoriten wie Brasilien und redest den dann stark. Sowas passiert ja in der Wett- und Tipp-Welt oder Fanwelt sehr, sehr häufig. Aber die Messe ist noch nicht gelesen, Radek. Deshalb schauen wir mal, ob Serbien den vielen Vorschusslorbeeren in diesem Spiel gerecht werden kann. Geld würde ich auch in diesem Spiel nicht draufsetzen, deshalb brauchen wir nicht viel drüber reden. Bei Kamerun spielt der Choupo-Moting und der wurde sogar ausgewechselt. Was ist das denn? Sehen wir da einen anderen Choupo-Moting als wie beim FC Bayern, der immer trifft? Sensation, ja, bei Bayern hat er halt irgendwie ein paar der besten Spieler Europas, auf Vereinsebene zumindest, hinter sich, die ihm die Bälle vorlegen. Bei Kamerun halt nicht und schon ist dieser Goldjunge plötzlich nur noch ein Bronzejunge oder so. Und die Serben mit einer 1,85 ein bisschen zu niedrig, da könnte man schon auf eine 2,2 wäre eigentlich eine faire Quote, ja, würde ich sagen. Dann wird es interessant werden, so Asian Handicap 0 auf Serbien. Aber für die Quote will ich jetzt auch nicht eine Mannschaft zu sehr hypen, da hast du schon recht, aber Vorschusslorbeeren nach einer 0-2 Niederlage ist auch irgendwo das falsche Wort. Dann. Ja, ich meine natürlich vor dem Turnier, ne? Naja. Uruguay gegen Portugal ist dann schon ein sehr, sehr spannendes Ding. Erstens, weil, glaube ich, jeder irgendwie gedacht hat, Uruguay würde sein erstes Spiel gewinnen. Portugal hat auch lange Zeit 0-0 gestanden, glaubt man gar nicht, wenn das Spiel dann 3-2 ausgegangen ist. Und vor allem Ronaldo hat sich ja richtig, richtig geil inszeniert bei seinem Elfmeter und deshalb überlasse ich dir jetzt das Wort.
Und so lange hältst du die Luft an, oder was? Ach so, gut. Die Urus, ja, sind ja auch als Art Geheimfavorit gehandelt worden oder zumindest als potenzieller Gruppensieger nach dem ersten Spiel gegen Südkorea, glaube ich, kann man da schon mal sehr weit zurücksteppen von dieser Aussage. Und auf der anderen Seite, Portugal hat 3 Tore geschossen, hat das eigentlich geliefert, was man von ihnen erwartet. Ghana hat es ihnen schwer gemacht, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Die haben halt einfach auch aus 2 Chancen mehr oder weniger dann die Tore gemacht, aber Portugal Hatten hat halt aber, um viel dich da zu mehr unterbrechen, weil ich Potenzial. das Spiel gesehen habe, in der Nachspielzeit eigentlich auch noch die hundertprozentige zum 3-3, ähnliche Situation wie damals 1860 München gegen Bayern München, wo der Janker dem, ich glaube, Bernd Meier den Ball stibitzt hat. Ah ja, so hinten angeschlichen, ja. Genau, aber dann ist der Garnal-Junge leider ausgerutscht, als er sich den Ball gestohlen hatte. Also da hat Portugal wirklich Glück gehabt, nichtsdestotrotz deine Erklärung. Ja, also ich sag halt, Portugal hat viel mehr Potenzial als Uruguay. Die Urus werden weiterhin wahrscheinlich auf ihre Defensive setzen. Deswegen, dass beide hier treffen, so eine hohe Quote von 2,07 würde ich jetzt nicht einfach draufsetzen, weil beide eigentlich hier zumindest Uruguay muss treffen, weil sonst wird es für die so ein bisschen enger. Aber ich gehe mit meinen Freunden aus Portugal und sage, die gewinnen das auch, weil sie einfach die besseren Spieler haben. Sie haben das auch schon bewiesen, haben ein Spiel gewonnen, auch wenn es gegen Ghana jetzt nicht so glorreich war, wenn sie 2 Tore reinkassieren. Nichtsdestotrotz haben sie immer ein Tor mehr geschossen als der Gegner und hätten dann auch selbst bei einem 3-3 auch noch vielleicht eins schießen können und so weiter. Scheißegal. Portugal ist stärker als Uruguay. Die 2,0er-Quote ist auch schlecht, weil Portugal muss dieses Spiel nicht auf Teufel komm raus gewinnen. Könnte ein weiteres 0-0 sein oder ein Unentschieden. Deswegen, ja, in einem Tippspiel Ja. sage ich, Portugal gewinnt das mit 2:1, aber zum Wetten ist mir hier das zu eklig. Ich finde deinen Tipp geil, denn mein Tipp ist, dass es X2 ausgeht, also oder meine Wette wäre X2. Das heißt, wir haben alle 3 Ereignisse abgedeckt. Das heißt, am Ende des Videos werden wir auf jeden Fall richtig liegen. Und mein Ergebnistipp ist 0-0 und Hände weg bei diesem Spiel vom Geld einsetzen. Ja, man weiß leider nicht, ob Uruguay noch was im Köcher hat, weil viele Mannschaften, die in der ersten Runde nicht so optimal waren, sage ich mal, haben dann überraschenderweise am zweiten Spieltag dann ja, die Punkte geholt, die sie gebraucht haben. Hier brauchen vor allem die Ghana die Punkte. Die Südkorea hat mit 0-0 so das Maximum rausgeholt. Ghana muss aber zeigen, dass sie halt auch gewinnen können oder auch punkten können. Aber ganz schwer auf Basis dieses einen Spieles zu entscheiden, kann man sagen, okay, Portugal ist wahrscheinlich stärker als Südkorea. Das heißt, Ghana müsste dann bei ähnlicher Leistung gegen Südkorea mindestens einen Punkt holen. Außer Uruguay wäre viel, viel stärker als Portugal bei dem einen Das, Spiel. ja, das wäre natürlich die Deshalb, Sensation. es sind, wie du gesagt hast, zweites Spiel von 2 Ländern, wo du überhaupt nicht weißt, mit welcher Taktik die rangehen. Wahrscheinlich wird es auch hier wieder lange 0-0 stehen und dann schießt irgendeiner ein Tor und dann wird es auch nicht viel spannender. Also, es spricht schon viel für ein 1-1 oder 0-0. Ja, also absolut schwierig dieser zweite Spieltag, vor allem weil auch Brasilien eine so niedrige Quote hat und die Eidgenossen, ja, das wäre noch eine Sache, bei der man als Schweizer definitiv mit einem kleinen Einsatz mit seinem Land mitfiebern kann. Ich bin zum Glück kein Schweizer, muss mir da keine Gedanken machen und auf der anderen Seite wäre ich echt geneigt, auf Serbien zu setzen. Aber auch das ist ein sehr, sehr großes Risiko wegen dem Unentschieden. Genauso wie Portugal gegen Uruguay. Deswegen das eigentlich so die einzig vernünftige Wette, ein X bei Portugal gegen Uruguay. Das wäre meine Wette an diesem Spieltag. So sieht's aus. Auf geht's in die dritte Runde. Wuhu! Servus. Ciao. Das passiert dir auch immer. Ja, das passiert den Besten.